Hi, ich bin Horst und bin Betreiber des Logistikkanals. Normalerweise findest du hier viele Themen aus dem Logistikbereich. Heute möchte ich jedoch etwas anderes machen. Ich möchte euch nämlich eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte eines ganz normalen Tages als Disponent in einer Spedition, in der sich hoffentlich viele andere Disponenten wiedererkennen, da ihr Arbeitsalltag so oder so ähnlich aussieht. Also holt euch gerne jetzt ein Heißgetränk eurer Wahl und genießt die folgenden 25 Minuten. Viel Spaß dabei! Wie bei den meisten Menschen beginnt unser Tag mit einem Geräusch, das sich so oder so ähnlich anhört. Der Wecker klingelt und es ist Dienstag. Wir müssen aufstehen, obwohl wir gerne noch etwas länger liegen bleiben würden. Sei es drum, bringt ja nichts. Schnell die morgendliche, auf Effizienz getrimmte Routine durchgeführt. Zähne putzen, duschen, Klamotten anziehen, Frühstück einpacken und raus aus dem Haus. Vom Klingeln des Weckers bis zum Starten des Motors unseres Autos vergingen gerade einmal 27 Minuten. Wenn wir etwas können, dann ist es Abläufe optimieren. Schon auf dem Weg zur Arbeit im Auto beißen wir in unser Brot und gehen dabei gedanklich bereits unsere Aufgaben für den Tag durch. Ein LKW endet heute Abend im Ausland, der benötigt unbedingt noch eine Rückladung. Dann hätten wir dann natürlich noch die Planung für den morgigen Tag. Diese muss natürlich heute abgeschlossen sein. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Planung auch an das Lager zu übermitteln, damit diese anfangen können zu kommissionieren. Anschließend müssen wir noch alle Kunden anrufen und die Zeiten absprechen. Apropos anrufen, da fällt uns gerade noch ein, wir wollten doch gestern noch unsere Kollegin Katrin aus dem Verkauf zurückrufen. Die hatte irgendeine Frage zu einem wichtigen Transport, das haben wir vergessen, Mist. Das machen wir gleich als erstes, wenn wir im Büro sind. Hoffentlich gab es deswegen jetzt keine Schwierigkeiten. Unterm Strich ist der Tag zwar heute wieder gut gefüllt, aber alles noch machbar, solange nichts Großes, Unvorhergesehenes passiert. Das Auto steht mittlerweile auf dem Firmenparkplatz, doch aussteigen können wir leider noch nicht. Zwischenzeitlich hat nämlich ein Fahrer auf dem Handy angerufen, der ein Problem beim Kunden gerade hat. Der Kunde weigert sich, die Sendung anzunehmen, weil diese angeblich viel zu früh da sei. Felix, also der Fahrer, ist außer sich. Wir versuchen ihn am Telefon zu beruhigen und ihm zu erklären, dass wir noch nicht mal im Büro sind und uns gleich in 5 Minuten melden, um die Sache mit dem Kunden zu klären. Also Telefonat beenden und ab ins Gebäude. Auf dem Weg ins Büro werden wir von 2 Kollegen angesprochen. Einer davon fragt, ob wir morgen noch einen Transport nach London hinbekommen würden. Er hat nämlich einen Kunden an der Angel und der möchte morgen eine Komplettladung nach London transportiert haben. Ja klar bekommen wir das noch hin, wir bekommen immer alles hin. Wir wissen zwar noch nicht wie, aber das wird sich irgendwie im Laufe des Tages schon noch ergeben. Der andere Kollege wollte nur wissen, wie es uns geht. Nett gemeint, aber nicht die richtige Zeit für diese Frage. Sorry. Gespräch freundlich, aber bestimmt mit den Worten gut, gut, danke der Nachfrage abwiegeln und zielstrebig Richtung Büro gehen. In seinen Augen erkennen wir, dass er irgendwas erzählen wollte. Gut, ist zur Kenntnis genommen, aber jetzt bitte nicht. Im Büro angekommen gibt es ein nettes und herzliches Guten Morgen an die Kollegen, während wir weiter zielstrebig mit großen Schritten in Richtung des Arbeitsplatzes gehen. Wir haben eins in den letzten Jahren gelernt. Wenn wir Zeit vertrödeln, bedeutet das gleichzeitig auch länger auf der Arbeit zu bleiben. Wir haben keinen Puffer, daher sind wir auf Effizienz getrimmt. Dementsprechend wird der PC mit einem gekonnten Druck auf den Powerbutton aktiviert und gleich geht's direkt zur Kaffeemaschine. In der Zeit, wo der Rechner hochfährt, wird also bereits die erste Ladung Koffein vorbereitet. Der Rechner ist hochgefahren und wir haben uns angemeldet. Kurzer Blick auf die Uhr, wir sind noch gut in der Zeit, denn wir haben noch 30 Minuten vor offiziellem Arbeitsbeginn. Nun folgt eine Reihe von gekonnten und gezielten Klicks auf verschiedenste Buttons. Wir öffnen alle Programme, die wir für unser Tagesgeschäft benötigen. ERP-System, Transportmanagementsystem, Telematik-Software, Telefonsoftware, Mailprogramm. Kurzer Blick auf die Tasse, während der PC am Schwitzen ist, Tasse schon wieder halb leer. So langsam wirkt das Koffein aber, der Herzschlag wird schneller, sehr gut. Okay, der Plan steht, auf geht's. Prioritäten setzen, der Fahrer Felix, welcher uns eben angerufen hat, wartet noch auf den Rückruf von uns. Im Auftrag steht ganz klar, dass die Sendung heute um 8 Uhr angeliefert werden soll. Kurz den Kunden angerufen und unseren Standardbegrüßungssatz nett, aber aus zeitlichen Gründen wie immer viel zu schnell heruntergerattert. Logistik GmbH, Horst, mein Name, guten Tag. Mein Fahrer steht gerade bei Ihnen und sagt, es gibt ein Problem mit der Sendung. Wie kann ich Ihnen helfen?
Der Kunde ist aufgebracht. Er beschwert sich darüber, dass die Sendung einen Tag zu früh angeliefert wurde. Die hätten ja überhaupt keinen Platz dafür im Lager und die würden die Ware heute überhaupt nicht benötigen. Während wir mit dem Kunden sprechen und versuchen, ihn etwas zu beruhigen, sehen wir, dass ein anderer Fahrer, Fabian, auf der zweiten Leitung anruft. Da können wir jetzt natürlich nicht drangehen, wir rufen aber gleich zurück. Wir versprechen dem Kunden, uns um das Problem zu kümmern und herauszufinden, wo der Fehler liegt. Wir versprechen ihm außerdem, wieder zurückzurufen. Aufgelegt. Im gleichen Moment, wie der Telefonhörer das Telefon berührt, drücken wir auf die Rückruftaste. Wir rufen bei Fabian zurück. Mal schauen, was er gerade wollte. Es klingelt. Kurz Zeit, um einen Blick in unser Mailprogramm zu werfen. Zwei neue Mails. Okay, das geht ja noch. Da hatten wir schon schlimmere Tage. Wir beginnen schon damit, eine E-Mail zu beantworten, bis Fabian plötzlich am Telefon ist. Fabian steht im Stau und er wollte uns netterweise darüber informieren, dass er den Termin, den er beim Kunden heute hat, unmöglich halten kann. Fabian ist ein guter Fahrer. Er versucht immer alles möglich zu machen und uns zu unterstützen. Wir sagen ihm, dass wir uns um sein Problem kümmern und er sich keinen Stress machen soll. Er kann ja nichts dafür. Er ist beruhigt und wir um eine Aufgabe reicher. Wir schauen uns den Auftrag von Felix an. Also der Auftrag, wo der Kunde behauptet, dass die Sendung viel zu früh angekommen sei. Entweder ist dies ein Übermittlungsfehler oder irgendeiner hat einen Fehler gemacht. Wie dem auch sei, im Programm steht definitiv Anlieferung heute 8 Uhr. Wir rufen den Auftraggeber direkt an. Nach 2 Minuten in der Warteschlange, in der wir die beiden E-Mails beantwortet haben, haben wir den Verantwortlichen am Telefon. Dieser entschuldigt sich, er sei für den Fehler verantwortlich. Wir müssen ihm nun schon am Telefon ankündigen, dass dieser Fehler leider Kosten nach sich ziehen wird. Er fängt an zu verhandeln und argumentiert, dass er doch Stammkunde sei und fragt, ob man da nicht irgendetwas auf Kulanz machen könnte. Wir können das aber nicht entscheiden und versprechen dem Kunden, dass wir uns mit dem Vorgesetzten abstimmen und ihm eine Rückmeldung geben. Er bedankt sich und wünscht uns einen angenehmen Arbeitstag. Während wir ihm Tschüss sagen, fällt uns ein, dass unser Felix, welcher gerade voll beladen bei dem Kunden steht, im Anschluss eine Komplettladung in direkter Umgebung laden sollte. Wie sollen wir einen LKW eine Sendung laden lassen, der noch komplett voll ist? Das wird so also nicht funktionieren. Zunächst nippen wir aber nochmal in unsere Tasse Kaffee und öffnen Google. Wir brauchen also jetzt dringend Lagerplatz in direkter Umgebung von diesem LKW. Am besten direkt eine Spedition, damit diese die Sendung morgen früh auch selbst zustellen kann. Nach kurzer Recherche finden wir die Spedition GmbH im Netz. Eben die Nummer eingetippt, Warteschlange. Wunderbar. Wir haben Zeit, um etwas anderes zu tun. Kurz zur Kaffeetasse gegriffen. Oh oh, die fühlt sich verdächtig leicht an. Wenn wir etwas können, dann ist es am Gewicht der Kaffeetasse erkennen, ob wir noch Kaffee in der Tasse haben oder nicht. Und diese fühlt sich verdammt leer an. Telefon kurzerhand auf laut gestellt, wir hängen ja eh noch in der Warteschlange und ab zur Kaffeemaschine. Gott sei Dank haben wir gute Kollegen. Einer hat nämlich frischen Kaffee gemacht. Obwohl wir nur 4 Meter neben der Maschine sitzen, haben wir nicht mitbekommen, wer das war, aber wir bedanken uns unbekannterweise in Gedanken und währenddessen hören wir in 4 Meter Entfernung aus unserem Lautsprecher: Spedition zügig, mein Name ist Susanne Müller, was kann ich für Sie tun? Wir joggen gekonnt mit einer vollen Tasse Kaffee in der Hand, um auf halber Strecke wieder viel zu schnell zu rufen. Logistik GmbH, Horst mein Name, guten Tag. Ich wollte fragen, ob Sie Lagerplatz frei haben und morgen früh eine Sendung im Nahverkehr zustellen können. Mit jedem Schritt zum Telefon wird unsere Stimme ein Stück leiser. Damit wollen wir anscheinend unterbewusst simulieren, dass wir die ganze Zeit in gleicher Entfernung zum Telefon sind. Wir bilden uns ein, dass unser Gesprächspartner, also hier die Frau Müller, so nicht merkt, dass wir weit vom Telefon entfernt waren. Wenn wir so darüber nachdenken, dann sind wir uns jedoch sicher, dass man auf jeden Fall hören kann, dass wir weit vom Telefon weg sind. Wie dem auch sei. Gute Neuigkeiten. Wir haben ein Unternehmen gefunden, das unsere Ware entgegennimmt und sogar morgen früh um 8 Uhr zustellen kann. Der Preis war zwar recht happig, aber wir lösen vorerst damit ein Problem und die Rechnung geht eh postwendend an den Kunden. Von daher ist erstmal alles in Ordnung. Ach ja, wir müssen ja noch unseren Vorgesetzten fragen, wie das aussieht, ob dieser Kunde diese Rechnung überhaupt bezahlen muss. Der Vorgesetzte ist natürlich auf Schnellwahltaste 1 gespeichert. Auch wenn er nur eine Tür weiter sitzt, spart es Zeit, dort anzurufen, anstatt physisch rüberzugehen. Unser Chef sagt, dass der Kunde bezahlen müsse. Er sah uns heute Morgen schon hektisch arbeiten, daher bietet er uns auch an, sich um das Problem zu kümmern und den Kunden selbst anzurufen. Super, vielen Dank. Ein Problem weniger und damit können wir einen Punkt von unserer imaginären Aufgabenliste von heute streichen. So langsam meldet sich unser Körper und vermeldet einen verdächtig niedrigen Nikotinspiegel.
Zeit für eine Zigarette. Wir packen das mobile Telefon und unser Handy ein und gehen in Richtung Ausgang. Es ist ja so, dass in Deutschland in etwa 28% der Menschen rauchen. Solche Statistiken werden ja mit Umfragen erstellt, bei denen zufällig ausgewählte Personen aus Deutschland befragt werden. Würde man in einer solchen Umfrage zufälligerweise 1000 Disponenten fragen, würde die Zahl der Raucher mit Sicherheit auf über 90% klettern. Tatsächlich kennen wir keinen Disponenten, der nicht raucht. Wie dem auch sei. Während wir in der frischen Luft sind, rufen wir mit dem Mobiltelefon noch unseren Felix an. Wir müssen ihn ja noch darüber informieren, dass er seine Ladung heute bei dem Kunden nicht mehr los wird und er diese stattdessen an die Spedition liefern soll. Gesagt, getan. Felix ist erstmal wieder beruhigt. Er regt sich sowieso unserer Meinung nach immer viel zu schnell über Sachen auf, die falsch laufen. Da ist Fabian schon entspannter. Apropos Fabian, wir müssen bei seiner Entladestelle ja noch anrufen und sagen, dass er sich verspäten wird. Die Nummer vom Kunden haben wir leider nicht im Kopf, das müssen wir also gleich im Büro erledigen. Bei den letzten Zügen an der Zigarette hören wir noch zwei Kollegen vom anstehenden Brexit sprechen. Brexit? Großbritannien? London? Da war doch was. Ach ja, wir müssen ja noch den Kollegen anrufen, der uns heute Morgen im Vorbeigehen sagte, dass er noch einen Transport für morgen nach London hätte. Dabei haben wir die Planung für morgen noch nicht mal begonnen. Kurzhand den Kollegen angerufen und nachgefragt. Der Auftrag ist noch nicht da, er wartet auf die Zusage. Jetzt nochmal Druck machen, wir müssen das innerhalb der nächsten Stunde wissen, ansonsten geht morgen gar nichts mehr. Der Verkäufer hat es verstanden und informiert den potenziellen Kunden. Pünktlich mit dem Beenden des Gesprächs sitzen wir auch wieder an unserem Arbeitsplatz. Zwei Dinge in der Zigarettenpause erledigt, ein Hoch auf das mobile Telefon. Kurzer Blick auf die Uhr, 12.30 Uhr. Unterm Strich ist es doch relativ hektisch heute. Das stationäre Telefon vermeldet 3 Anrufe in Abwesenheit. Keine Nummer, die wir kennen. Das würde das Telefon anzeigen. Gut, wer auch immer das war, Sie könnten wichtige Informationen für unsere Planung gleich haben. Wir müssen Sie also zurückrufen. 10 Minuten später haben wir das Gefühl, dass uns 3 Leute einfach die Zeit geraubt haben. Ein Kollege fragte uns doch tatsächlich, ob wir das Modell der Kaffeemaschine in unserem Büro kennen würden, weil seine Abteilung sich auch eine kaufen möchte. Ernsthaft? Und dafür rufst du von deinem Handy aus der Kantine an? Komm halt hierher und schau dir die Kaffeemaschine doch an. Ich habe keine Zeit für so einen unwichtigen Blödsinn. Nicht aufregen, es wird alles gut. Bevor wir jetzt die Planung für morgen beginnen, kurz überlegt, was müssen wir vorher noch machen? Wir müssen den Kunden von Fabian noch dringend anrufen und ihm sagen, dass Fabian im Stau steht und er später kommt. Da wir den Kunden jedoch gut kennen, wissen wir, dass dieser meist kein Problem mit einer kleinen Verspätung hat. Deswegen sind wir jetzt auch mal ausnahmsweise recht entspannt. Wir bewahren uns dieses Telefonat also für die nächste Zigarettenpause auf, denn das ist effektiver. Rauchen müssen wir ja leider sowieso, dann können wir auch in der Zeit telefonieren, damit die Zeit nicht komplett verloren ist. Kurz die Telefonnummer ins Telefon gespeichert und weiter geht's. So, wir haben jetzt mittlerweile kurz vor 1. Jetzt folgt das wichtigste Zeitfenster am ganzen Tag. Denn jetzt ist der Zeitpunkt, an dem Kunden, Kollegen und Fahrer in etwa Mittagspause machen. Das bedeutet, dass jetzt für mindestens eine Stunde deutlich reduzierte Anrufe bei uns eingehen. Genau der richtige Zeitpunkt, um unsere Planung für morgen zu beginnen. Wir legen los. Wir planen Touren, avisieren Sendungen, planen wieder um und informieren Fahrer sowie alle möglichen internen Abteilungen von Buchhaltung über Zoll und Versicherung bis hin zum Verkauf. Alle wollen und brauchen Informationen von uns und wir auch manchmal von ihnen. Wir denken dabei an jeden einzelnen Fahrer. Der muss am Mittwoch seine Tochter abholen, diese hat einen Arzttermin und Dieter muss zum Schützenverein. Alles wird so weit wie nur irgendwie möglich in der Planung berücksichtigt. Aber nicht nur auf unser Fahrpersonal achten wir, sondern auch noch auf alle wichtigen Gesetze, wie etwa die Fahrpersonalverordnung, also die Lenk- und Ruhezeiten, aber auch das Arbeitszeitgesetz und das Güterkraftverkehrsgesetz wird bei jeder Tour berücksichtigt. Wir planen dementsprechend die Touren, während wir weiterhin von Fahrern, Vorgesetzten, Kollegen und Kunden angerufen werden. Nur halt weniger als sonst, weil viele gerade in Mittagspause sind. Wie ein Hochleistungsprozessor erledigen wir alles gleichzeitig. Planung, Organisation und Information weitergeben. Wir performen in den nächsten 2 Stunden. Wir sind im Flow. 14.30 Uhr. Nikotin! Ab nach draußen und auf dem Weg schon mal den Kunden von Fabian anrufen. Logistik GmbH, Horst, mein Name, guten Tag. Ich wollte nur Bescheid geben, dass sich die Sendung heute um etwa eine Stunde verspäten wird. Wir standen im Stau, es tut mir sehr leid.
Der Kunde bedankt sich für den Anruf und wünscht uns noch einen schönen Tag. Das ist wahrlich einer unserer liebsten Kunden. So, die Planung steht zu großen Teilen. Wir haben aber noch ein Problem für morgen. Eine Sendung bekommen wir einfach nicht mehr auf die LKWs verplant. Wir möchten ungerne für diese eine Sendung einen Subunternehmer anrufen. Die Planung geht somit noch nicht ganz auf. Irgendwie muss diese Sendung da noch reinpassen. Wir überlegen und werden immer wieder von Telefonaten unterbrochen. Ein Kollege ruft uns an und fragt, wie viel Uhr es gerade in New York ist. Unsere Antwort: Weißt du nicht, wie man Google benutzt? Aufgelegt. Fabian ruft nochmal an. Er möchte wissen, ob er dieses Jahr im Dezember Urlaub haben kann. Da wir erst April haben und wir genau wissen, dass noch kein Fahrer im Dezember Urlaub eingereicht hat, sagen wir ihm dies am Telefon zu. Weitere Anrufe gehen ein. Kunden fragen nach Lieferterminen von Sendungen, die bereits am Lager stehen, und wir schaffen es einfach nicht, diese eine Sendung in der Planung unterzubringen, weil wir nicht mal 2 Minuten einen klaren Gedanken fassen können. Kurzer Blick auf die Uhr, es ist schon 3:30. Kaffeetasse schon wieder leer und die Lunge meldet sich auch schon wieder. Zeit, um sich wieder 5 Minuten Ruhe auf Kosten der Gesundheit zu erkaufen. Doch dieses Mal lassen wir bewusst das Telefon mal liegen. Wir müssen dieses Problem für morgen irgendwie lösen. Nach einem kurzen Stopp an der Kaffeemaschine nehmen wir bereits die Zigarette auf dem Weg nach draußen in den Mund. Kollegen sehen uns mit der Zigarette im Mund durchs Büro laufen. Sie kennen uns schon einige Jahre und wundern sich daher gar nicht. Direkt mit Überschreiten der Türschwelle springt das Feuerzeug an. Auch das spart Zeit. Kein Klingeln, kein Krach, einfach nur Ruhe. Wir atmen 2-mal tief ein und wieder aus. Und plötzlich ist das Problem für morgen gelöst. Unser Gehirn präsentiert uns nämlich die Lösung gerade auf dem Silbertablett. Wenn wir die eine Tour mit der anderen kombinieren, haben wir dort wieder einen LKW am Nachmittag frei. Mit diesem LKW können wir dann die andere Tour machen und der hat damit dann auch noch Kapazitäten frei, um die Sendung zu machen, die jetzt noch in der Luft für morgen schwebte. Also, Problem gelöst und das ohne einen Subunternehmer zu beschäftigen. Mit diesem Problem eiern wir jetzt schon seit gefühlten 2 Stunden herum. Das Einzige, was wir hätten tun müssen, ist 2-mal tief einatmen und wieder ausatmen und unserem Gehirn etwas mehr Sauerstoff zu gönnen. Gut, es ist wie es ist. Kurzer Blick auf die Uhr, 1,5 Stunden noch bis zum offiziellen Feierabend. Mit der Lösung dieses Problems ist die Planung nun aber Gott sei Dank abgeschlossen. Wir liegen gut in der Zeit. In das E-Mail-Postfach haben wir jedoch schon seit 10 Uhr heute Morgen gar nicht mehr reingeschaut. Zeit, um da mal einen Blick reinzuwerfen. Oh wei, 24 E-Mails und einige davon mit rotem Ausrufezeichen. Na, da müssen wir jetzt durch. Im Laufe der Jahre haben wir auch unser E-Mail-System absolut perfektioniert. E-Mail überflogen, beantwortet, fertig, löschen. Wenn wir in einem stillen Raum sitzen würden, ohne Telefon und ohne sonstige Ablenkung, würden wir uns zutrauen, diese 24 E-Mails innerhalb von 7,5 Minuten zu lesen und zu beantworten. Mit den ständigen Telefonaten und Unterbrechungen von Kollegen und Kunden dauert das Ganze jedoch leider eine Dreiviertelstunde. Wir haben 3:45. Jetzt noch die Planung finalisieren, freigeben und ans Lager schicken. Die Spätschicht im Lager möchte schließlich auch pünktlich Feierabend machen. Zeit, um das letzte Mal die Kaffeetasse aufzufüllen und kurz zu überlegen, ob wir irgendetwas vergessen haben. Ach ja, was ist eigentlich mit London? Wir ärgern uns über unseren Kollegen, der könnte sich ja auch mal proaktiv melden. Kurzer Anruf, wie sieht's aus, Jürgen? Jürgen entgegnet, der Kunde hat den Auftrag zwar geschickt, aber die Tour soll nun erst nächste Woche laufen. Okay, alles klar, die Tour hätten wir sowieso nur noch an einen Subunternehmer verkaufen können und das wäre schon relativ eng geworden. 4:30. Mails sind abgearbeitet, Planung fertig und mit allen kommuniziert. Nutzen wir die letzte halbe Stunde noch, um den Tag Revue passieren zu lassen. Wir haben heute wieder eine Menge Probleme gelöst. Besonders, dass wir die Sendung noch unterbekommen haben, spart der Firma wieder gutes Geld. Wir haben Felix in der Früh beruhigt, den könnten wir gleich übrigens nochmal anrufen und fragen, ob alles in Ordnung war. Der Kunde heute Morgen fühlte sich auch gut durch uns behandelt. Wenn wir so darüber nachdenken, waren wir heute Wirtschaftsmathematiker, Psychologe und Key Account Manager in einem. So hat es sich auch wieder angefühlt, aber trotzdem war es heute ein eher ruhiger Tag, denn 30 Minuten vor Feierabend mit allem durch zu sein, ist wirklich eine Seltenheit. Im Laufe der Jahre wissen wir einfach, worauf es ankommt. Dann klingelt das Telefon. Jeder Disponent hat einen Instinkt bzw. ein Radar für Anrufe, die Probleme bedeuten. Das ist unser Fahrer Florian, der sich bekanntermaßen nur dann meldet, wenn es Probleme gibt. Die meisten löst er auch noch alleine. Das heißt, es muss ein massives, großes Problem geben. Logistik GmbH, mein Name ist Horst, guten Tag. Florian ist aufgeregt. Er ist gerade auf dem Rastplatz bei Wien und sein LKW springt nicht mehr an. Nach einer kurzen telefonischen Diagnose tippen wir auf eine defekte Batterie.
Gott sei Dank ist Florian mit seiner Tour sonst durch und auf dem Weg Richtung Salzburg. Kurzerhand den Pannendienst angerufen und denen die Handynummer von uns gleich mitgegeben. Der Pannendienst braucht rund 1,5 Stunden zum LKW. Also kurzerhand Florian angerufen, er soll ruhig bleiben und auf den Pannendienst warten. Es folgen noch weitere Telefonate. Wir schaffen es einfach nicht, um 5 Uhr unseren PC auszumachen, weil das Telefon nicht aufhört zu klingeln. Das Lager findet eine Sendung nicht. Na toll, also ab ins Lager und selbst schauen. Nach kurzer Recherche ist die Sendung nicht zu uns ans Lager gekommen, obwohl sie das sollte. Also müssen wir diese für morgen wieder ausplanen und noch den Kunden und den Fahrer informieren. Gesagt, getan. Wir schauen auf die Uhr, 18 Uhr. Okay, jetzt ist's auch gut für heute. Wir packen unser Zeug zusammen, lassen die Kaffeetasse an ihrem Platz stehen und verabschieden uns mit einem schönen Feierabend bei unseren Kollegen. 2 sind nämlich auch noch im Büro. Im Auto schauen wir immer mal wieder auf unser Handy. Wir warten ja noch auf den Anruf vom Pannendienst bzw. von Florian. Zu Hause angekommen haben wir erstmal Hunger. Wir merken jetzt erst, dass wir den ganzen Tag nichts gegessen haben. Kurzerhand was beim Chinesen bestellt. Logistik GmbH, mein Name ist Horst, guten Tag. Ach nee, hallo, hier ist nur Horst. Ich möchte gerne etwas zu essen bestellen. Nachdem wir uns für ein klassisches Bami Goreng entschieden haben, ruft auch schon Florian an. Er sagt, dass der LKW wieder rollt. Der Pannenservice hatte direkt eine neue Austauschbatterie dabei. Er schafft die Tour morgen auch ohne Verzögerungen. Das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Wir legen uns auf die Couch. Es war ein stressiger Tag heute und wir schalten den Fernseher an und merken ca. 30 Minuten später, dass wir überhaupt nicht mitbekommen haben, was im Fernseher lief. Aber wir stattdessen nochmal gedanklich alle Touren für morgen durchgegangen sind. Die Planung passt wirklich gut morgen. Darauf können wir wirklich stolz sein. Und auch wenn wir ein Stück weit ausgelaugt sind, haben wir das Gefühl, etwas Großartiges heute verbracht zu haben, was so nicht viele Menschen schaffen würden. Vor allen Dingen nicht in der vorgegebenen Zeit und darauf können wir besonders stolz sein. Wir erholen uns ein wenig und gehen wie immer gegen 22 Uhr ins Bett. Um 1 Uhr nachts wachen wir jedoch plötzlich auf, weil uns ein Gedanke durch den Kopf schießt. Wir haben nämlich vergessen, heute jemanden zurückzurufen. Na, habt ihr aufgepasst? Wen müssen wir noch anrufen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und damit endet der Tag unseres Disponenten und damit auch gleichzeitig dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, dann abonniert gerne jetzt den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald das neueste Video online geht. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dahin. Adios.